Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zum Let's Play von Star Wars The Old Republic. Kotten wir den gleich mal an und geben die Mission ab. So. Ich habe die Statuen der Fleischräuber studiert. Hier sind meine Notizen. So, dankeschön. Dann schauen wir jetzt mal nach, was wir jetzt so... Ups. Oh, Inventar haben wir auch wieder fast voll. Oh ja, haha. Jetzt nicht so mit mir. So können wir jetzt schnellwegs noch ein paar Sachen verhökern. Hä? Warte mal, wir sind doch jetzt hier oben, oder? Genau, hier oben gab es ja auch noch was immer zum Verkaufen. Hey. Ich weiß nicht wieso, aber ich gehe jetzt lieber hier oben hin und verkaufe da ein paar Sachen. Aber ich werde nur noch schnell kurz nicht dort. Wo waren das jetzt? Ich glaube direkt Charakter und so. Ich nehme mal Inventar und Charakter. So. Hier haben wir jetzt ja Schuhe. Stiefel des aufstrebenden Ritters. Wir haben schon Schuhe. Ja klar, 6 Beherrschung, 7 Ausdauer. 6 Beherrschung, 7 Ausdauer. Ja, die sind einfach neuer. Ja, also nicht sehr wirklich viel hat sich jetzt verändert, und zwar gar nichts. Was haben wir hier? Aktuell ausgerüstet, alles klar. Okay, das aktuell ausgerüstete, das hat ein bisschen mehr. Wir haben da zwar keine Ausdauer mehr, aber wir haben halt minus 8 Rüstung. Das wäre jetzt nicht so toll. Also ich behalte es auf jeden Fall, ich schmeiß auf jeden Fall weg. Genau wie die anderen Sachen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal auch zu jemandem zum Verkaufen. Humor so. Da. Schauen wir links, liegt hier Vorschau. Nö, die wollten wir verkaufen. Dieser Gegenstand hat keinen Nutzen. Gerne. Den bringt uns eh nichts. Dieser Gegenstand hat keinen Nutzen. Kein Nutzen, kein Nutzen. Kein Nutzen, kein Nutzen. Nutzen, flutzen, mutzen. Nix, kein Nutzen, ist scheiße, kein Nutzen, kein Nutzen, ist auch scheiße, kein Nutzen, scheiße, scheiße, behalten wir, Kristalle behalten wir, Stimpacks und sonst ein Scheiß hier, kein Nutzen, eieiei, Feuerwerk behalten wir, republikanische, ach so, genau, das können wir ja noch machen, wahrscheinlich, Feuer an Leuchtsignal behalten wir auch noch. Das kann man noch nicht klicken, leider. Das behalten wir alles auch noch. Step behalten wir. Gefährten ein Geschenk. Das behalten wir auch noch alles. Kleines Medipack, einfache Reflex-Stim. Das öffnen wir gleich. Dieser Gegenstand hat keinen Nutzen. E11, Feldkampf, Streukanone. Sieht cool aus. Hat uns aber auch keinen Nutzen. Deswegen war es das jetzt erstmal. So, dann gucken wir jetzt mal. Vielleicht gibt es ja hier irgendwie noch was. Nee. Yomitopi. Yomitopi. Das ist der beste Handelsposten überhaupt. Ach, was auch Quatsch. Immer ihr braucht, wir haben es. Das brauchen wir alles nicht, denn die Sache ist die, wir sparen auf das Lichtschwert hin. Also ich spare auf jeden Fall fürs Lichtschwert hin. Ich denke mal, das ist das einfachste Sinnvolle hier. Jetzt öffnen wir nochmal ganz kurz das Inventar. Sortieren nach Qualität. Erhält eine Runde der erweiterten Klasse. Nee, oder? Lichtschwert des Wächters. Oh, wir haben schon das Lichtschwert. What the fuck? Seit wann haben wir das Lichtschwert? Ungültiger Slot? Hä? Gebunden, Nebenhand, Nahkampf. Slot voll. Dann machen wir das raus. Dann machen wir das rein. Haupthand. Nebenhand. Du kannst eine nicht ohne eine Primärwaffe. Was? Ja, schon. Erfordert Lichtschwert. Ah, wir können es noch nicht machen. Nein. Scheiße, es geht noch nicht. Ich sehe das Lichtschwert drin und ich kann es einfach nicht benutzen. Deswegen, da stand ja so, erfordert Lichtschwert. Und da wir das Lichtschwert noch nicht haben, tja, gehen wir erstmal jetzt hier rein. So, Storybereich betreten und so. Jetzt gehen wir das mal ab. Ich habe den Energieschild abgeschaltet. Irgendwelche Neuigkeiten zur Mission von Meister Orgus? Nein. Meine Mutter
hat während eurer Abwesenheit ihren Frieden gefunden. Ich bin jetzt Matriarchin. Okay, dann... Ich bin hier, wenn ihr mich braucht. Ihr müsst das alles nicht allein bewältigen. Wer sagt, dass Jedi gefühllos sind, der irrt sich. Bevor er gegangen ist, hat mir Meister Orgus Folgendes gesagt. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Er glaubt, dass unser Wesen weiterlebt und sich mit der Macht verbindet, wenn wir sterben. Ich hoffe, das stimmt. Matriarchin, Fleischräuber sind durch unsere Verteidigungslinien gebrochen. Sie haben etwas mit unseren Getreidefeldern gemacht. Sie haben seltsame Maschinen aufgestellt. Als ein Späher sich einer von ihnen genähert hat, ist er krank zusammengebrochen. Er ist dann von dem Gerät weggekrochen und es geht ihm besser, aber da draußen sind immer noch viele von diesen Maschinen. Ich kümmere mich drum. Sagt euren Leuten, dass sie von den Feldern fernbleiben sollen. Ich zerstöre diese Dinger. Seid vorsichtig. Wenn die Maschinen zu stark sind, bringt euch in Sicherheit. Geht jetzt schnell zu den Feldern. Ich fürchte, wir haben nicht viel Zeit. Okay, ein Momentchen. Muss mal ganz kurz... Mach mal ein bisschen lauter hier. So. Ranatau, wenn. Nicht wundern, ja, das ist jetzt kurz so, weil ich rausgetappt bin. So. Storybereich wieder verlassen. Wo sind sie denn jetzt? Ach, da hinten. Ach ja, die Farm, die Farm, die Farm. Ja, da kriegen wir einen kleinen Schaden jetzt. Ha! Nix da hier. Jetzt machen wir mal 7 hier. So, den haben wir. Alles aufsammeln. Da nicht wieder in die Nähe hingehen. Wir haben nämlich, ich glaube, noch 4 oder 3 waren das immer. Okay, hier ist ein toter Fleischi-Beischi. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. So. Den hauen wir gleich schon mal so weg. Bam. Und noch einmal. Ein so ein Ding haben wir noch vor uns. Dann sollte es eigentlich hier auch schon erledigt sein. Jawohl, den haben wir. Das war's jetzt eigentlich, oder? Ja, stimmt. Kehre zu. Genau, zu den Excursion zurück. Ich glaube, die versetzt die Leute so in Rage. Beziehungsweise so komplett desolat werden die dann. Habe ich jetzt E-Mails? Ne, habe ich nicht. So. Ich gehe jetzt auf Sonstiges. So kriegen wir den ganzen Chat und Spam von den anderen nicht mit. Ich habe die Maschinen zerstört, die euer Getreide vergiftet haben. Ich habe gesehen, was ihr da draußen erlitten habt. Das war nicht nur Tapferkeit, das war Heldenmut. Oh. Seit ihr herkamt, habt ihr fortwährend euer Leben riskiert, um uns zu retten. Warum riskiert ihr immer wieder euer Leben für Leute, die ihr kaum kennt? Flirten, ich tue das für euch. Das wäre böse. Schade. Okay, so machen das die Jedi. Es ist meinem Orden die größte Ehre, andere zu schützen und ihnen zu dienen. Ihr erfüllt dieses Ideal sehr gut. Bitte nehmt dieses Zeichen der Zuneigung meines Volkes. Ihr habt es verdient. Ich sollte jetzt alle informieren, dass die Gefahr vorüber ist. Dankeschön. Irgendeine scheiß gewöhnlichen Datenkristalle. Oh, Holocron. Benutzen. Die Fleischräuberbasis ist endlich erledigt. Wie sieht es bei dir aus? Bangalmore hat mich kontaktiert. Die Fleischräuber haben zurückgeschlagen. Mir stinkt langweilig. Bangalmore, ja. Ich habe über Holo mit eurem alten Padawan gesprochen. Er tut das alles, um die Sith auszuschalten. Dann ist er selbst kein Sith. Gut. Ich muss zu ihm und ihn zur Vernunft bringen. In der Kommandobasis der Fleischräuber habe ich die Koordinaten für eine Reihe geheimer Lager gefunden. Zu viele, um nur Jedi-Meister auszusenden.
Ein Lager befindet sich in den Ruinen von Oberkalett. Die Patrouille, gegen die du schon gekämpft hast, war hier stationiert. Jetzt hast du die Gelegenheit, die Sache zu Ende zu bringen. Bangalore könnte da sein. Was, wenn ich eurem alten Padawan begegne? Wenn du Bengel siehst, zieh dich sofort zurück und nimm mit mir Kontakt auf. Sei vorsichtig in den Ruinen. Wir haben sie noch nicht alle erforscht. Kontaktiere mich, wenn du die Mission erfüllt hast. Möge die Macht mit dir sein. Alles klar, danke. Ja, nehmen wir jetzt alles mal mit. Inventar und Charakter. Ich glaube, das ist einfach besser. 41 Rüstungen, 21 Rüstungen. Beherrschung 7, Ausdauer 4. Ja, das andere ist gar nichts, also. Alles klar. So, dann ist das hier einfach nur wieder Schutt und Asche und sonst was. Also. Oh, kostenloser geringer Erfahrungsschub. Kartellmarkgegenstand. Benutzt, erhöht eine Stunde lang sämtliche gewonnenen Erfahrungen um 25%. Na, das bringt mir jetzt gerade nicht so viel, weil es ist jetzt, glaube ich, ja genau, es ist 12:30. Ich müsste gegen 5 Uhr wieder aufstehen, aber ich bin einfach, weil ich jetzt 3 Wochen lang Spätschicht habe, ich kann einfach gerade nicht schlafen. Das kennst du mich, deswegen überlege ich jetzt gerade, ob ich ein bisschen durchmache. Und, ja. Den Rest dann sozusagen dann einfach dann früher schlafen gehe, so gegen 22 Uhr oder so oder 23 Uhr. Ja. Deswegen ist gerade nicht so toll die Planung, aber wie gesagt, geht ja nicht anders. Es geht einfach nicht anders. So. Ach ja, wir. Was? Holostatue von Dr. Urup. Gleiternavigation. Abonnenten stehen ab Stufe 10 die Verfügung. Wer. Schade. Tja, Abonnenten steht es sozusagen zu. Nicht mir, deswegen, wir müssen noch ein bisschen weiter hier rumgurken. Leider. Verdammte Scheiße. Ja, ich war mal Abonnent, aber mir war das dann einfach zu blöd. Nachdem das ja Free-to-Play wurde halt, hat sich so viel jetzt nicht verändert. Also mir ist jetzt aufgefallen, wo ich jetzt Vorzüge hätte. Okay, jetzt das schon, ja. So, wir müssen kurz nochmal zum Jedi-Tempel hin. Dann müssen wir das nochmal schnell, abgeben. Ich kann das mal kurz aufmachen, genau. Wir müssen jetzt hier und jetzt einmal hier Helden 2 oder plus 2. Das wäre jetzt so, boah. Jetzt müssen wir auch hier hin, halt, zu den Ruinen von Khaled. Das wäre auch so mein nächster Punkt, wo ich dann hingehen würde. Hallo. Mirella Laharan. Was? Wieso? Wie viele Lebenspunkte hat die? Die ist Stufe 13. Nee, Mann. Geh weg. Du hast einen Zickenbart. Das mag ich nicht. Schnellreise benutzt sie. Ah, okay. Jedi Gelehrte ist sie. Okay, ich bin Jedi Wächter. Genau, die Gelehrte war dann ja, dass die mir auf Tank auf ist. Beziehungsweise ausgelegt ist. Später. So, jetzt schauen wir mal. Alles klar, wir müssen links hoch. Wahrscheinlich auch gleich links rum und das ist gar nicht dann so schlecht. Hä, weiß? Ah, okay. Dann gehen wir mal dort hinten hin. Dann gehen wir gleich eine Runde weiter und aktivieren dann noch die anderen. Hier, sag schon. So, Machtsprung, die Scheiße. Da haben wir ja noch jetzt ein paar Sachen bekommen. Verzeiht mir, Jedi, doch ich habe momentan keine Zeit, Unterricht zu erteilen. Ich bin sehr beschäftigt mit den neuen Rekruten des Ordens. Wenn ihr aus einem anderen Grund hier seid, kann ich euch leider nicht helfen. Lass mich kurz erklären. Genau deshalb bin ich hier, Meister. Ich habe einen Fleischräuber getroffen, der ein Jedi werden will. Ein Fleischräuber? Ist das euer Ernst? Ich dachte, diese Kreaturen seien primitiv, grausam und blutrünstig, kaum geeignet für ein Dasein als Jedi. Wenn ihr nicht aufnehmt, stirbt jemand, hä? Ja, doch, das hört sich ganz gut an. Der Fleischräuber wird einen Jungen umbringen, wenn wir ihn nicht ausbilden. Wir haben keine große Wahl. Wie schrecklich. Aber der Orden ist kein Gefängnis, kein Ort der Sühne. Er ist für die Ergebenen, die Bereitwilligen.
Angenommen, die Macht ist stark in diesem Rekruten. Glaubt ihr wirklich, dass man einen so gefährlichen Schüler unterrichten kann? Na, sonst ist er ja eine Gefahr. Also ich würd's... Wenn er nicht ausgebildet wird, verfällt er der dunklen Seite. Vielleicht habt ihr recht. Nun gut, schickt euren Rekruten zum Tempel. Gebt ihm dieses Medaillon, damit die Wachleute ihm Einlass gewähren. Wenn er eintrifft, werde ich mit dem Rat sprechen. Wir werden tun, was wir können. Dankeschön. So, jetzt müssen wir nochmal zur anderen Seite hin. Da lang, genau. Ich frage mich, was wir nochmal aufrüsten konnten. Ich glaube, das war hier oben zu sehen. Schnellreise wiederbeleben. Wiederbeleben? Wiederbeleben. Hallo. Ich teile mein Wissen gern mit jemandem, der talentiert ist. Stufe 20? Aber dann steht diese Fähigkeit ab Stufe 10 zur Verfügung. Ja, ab Stufe 10 halt für uns jetzt schon. Für die. Aber die Gleiternavigation, ja. Egal. So, Eiferschlag. Trifft das Ziel mehrfach mit beiden Schwertern. Zen erfordert 30 Zentrierungsstapel und wandelt sie um in einen Zen-Zustand zu gelangen. Hält 6 Ladungen an. Dieser Effekt variiert nach Lichtschwertform, Shichu-Form, Yuyan, aha, Yuyo-Form. Erhöht die kritische Trefferchance seiner Brandangriffe, was? Um 100%? Okay, alles mitnehmen. Reduziert jeglichen erlittenen Schaden um 20%. Und verursacht 22, okay. Hier können wir auch noch so viel hinpacken. Das ist ja jetzt aktuell drin. Sprinten ist auch drin. So, tja, leider geht es noch nicht. Wir können jederzeit zusammen üben. So, und ab dem Punkt sage ich erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen von Star Wars The Old Republic. Hoffentlich hat es euch wieder gefallen und lasst einfach mal ein Däumchen nach oben wieder und vielleicht ein paar Kommentare und dann auf jeden Fall bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.